So, hallo, wir machen weiter. Zur letzten Aufnahme dieser Session. Letztes Mal haben wir die, also von Metroid Dread natürlich, logischerweise, vielleicht habt ihr das schon mitbekommen, die Wave Beam bekommen, indem wir den Emmy hier in Farinia erledigt haben. Und jetzt wollen wir hier ein bisschen backtracken und gucken, was wir noch so alles an Items in Farinia finden. Zum Beispiel hier, na, hier waren wir noch gar nicht, da würde ich mich gerne mal umgucken. Die haben wir schon. Da können wir auch mal gucken, ob wir hier jetzt rankommen. So langsam sollten wir ja ein bisschen besser verstanden haben, wie das funktioniert mit diesen Speed-Geschichten. Ja, ja, ja. Ich denke, so langsam können wir diese Speed-Teile klären. Das ist das Ding. Das war auch nur dafür. Da kommen wir auch noch nicht weiter. Da ist wieder die Powerbombe. Aber das müssen wir gar nicht aufmachen. Das brauchen wir nicht. Ist nicht wichtig. Brauche ich mir jetzt nicht markieren. So, und hier waren wir noch nie so richtig drin. Ha! Und hier kam ich auch noch gar nicht so richtig weiter. Da ist schon, was ich haben will. Nee, da ist sogar mehr, als was ich haben will. Ah, das geht noch von der anderen Seite. Ach so, ich verstehe. Ah, da komme ich von oben irgendwie runter, irgendwann. Ah, natürlich, klar, logisch. Warum auch nicht? Warum auch nicht? Oh. Hier ist der Anfang. Jetzt sind wir hier wieder angekommen. Ja, und hier ist der Teil, wo ich Speed aufnehme, nämlich. Genau. Ah, super. Das wollte ich nicht. Das wollte ich auch nicht. Ja, und dann da oben. Ich glaube, da müssen wir dann sozusagen einmal speichern. Dann hier hin, zack. Dann darüber und dann sind wir da auch gleich oben. Ja, passt. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Easy. Kein Problem. Ah, zu langsam. Nein, ach Mann, ich muss da oben stoppen. Das muss ich noch hinkriegen, rechtzeitig zu stoppen. Oder schon hier stoppen. Mann, und dann halt nicht den Quatsch machen. Herrschaftszeiten. Ah, nee, 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 geht nicht. Ich muss das erst da oben machen. Ja, genau, weil jetzt muss ich ja erst hier durchkommen und dann hier und jetzt nochmal. Und jetzt hier und zack, nach oben. Perfekt. Nice. Und wir haben einen neuen Energy Tank. So muss das. So. Das bedeutet jetzt allerdings, von der anderen Seite kommen wir hier noch gar nicht ran. Also wie ich da irgendwie runterkommen, weiß ich gar nicht, wie ich da runterkommen. Hm. Wie da die Verbindung ist, das wissen wir noch gar nicht so richtig, oder? Das scheint mir noch ein... Da komme ich von der anderen Seite wahrscheinlich runter. Wirkt auf mich zumindest so. Also hier ist nichts, hier ist nichts. Ist hier irgendwas nach oben weg? Nein. Ah, shit, dann ist es wahrscheinlich von dem anderen Teleporter aus irgendwas, ne? Wo wir hier, da waren wir ja schon mal drin. Da waren wir ja schon mal, aber dann kann ich da vielleicht irgendwas machen, dass ich da rüberkomme. Oder von da oben. Moment.
Ah, da muss ich wieder ganz außen rum. Ich hasse es. Ah, ja. Ja, gut. Das ist halt das, aber ich komme da nicht rein. Ah, hier, 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 hier. So ein Ding. Oh, ich habe sogar getroffen gleich auf Anhieb. Nice. Nein! Mach wieder! Ich dachte, ich komme nicht mehr hin, wenn ich runterfalle. Aber alles gut, alles gut, alles gut. So, das wollte ich machen. Easy. Sehr schön. Nächstes Upgrade. Und wenn wir jetzt hier nämlich runtergehen, dann müssten wir sozusagen... Ja, dann kommen wir jetzt da wahrscheinlich raus. Jawohl. Zack, raus damit. Ah, und dann haben wir hier jetzt wahrscheinlich die Verbindung zu dem Teleporter. Okay. Ah, lass mich raten. Ja. Gut, sehr schön. Sehr schön. Nee, aber keine Verbindung. Okay. Zumindest keine, die ich sehe. Ich muss mal ganz kurz die Aufnahme unterbrechen. So, und dann geht es auch schon weiter. Musste nur kurz wohin. Passt wieder alles? Ich hoffe ja. So, also, das haben wir gerade alles geholt. Ich habe gerade gesehen, als ich die Karte aufgemacht habe. Also, wir müssen hier mal noch unten lang. Dann ist hier noch was. Haben wir auch, ach ja, das haben wir auch schon gesehen gehabt. Dann ist hier noch eine Powerbombe. Da kommen wir vielleicht dran. Das muss ich zeigen. Und ansonsten war es das hier, denke ich, dann auch. Na, das hier haben wir schon, genau. Ansonsten war es das hier. Da, wo es blinkt, das ist die eine Powerbombe nochmal. Ich denke, das war's dann auch. Erstmal zumindest. Okay, ja, dann gehen wir jetzt wieder hier runter. Schauen mal, was hier noch so auftaucht. Und dann versuchen wir mal hier das Scheinsbar-Rätsel hinzubekommen. Aber ich denke, ich weiß, wie es geht. Ich denke, ich weiß, wie es geht. Ich müsste eine ganz gute Theorie haben. Und die sollte eigentlich auch funktionieren. Sollte eigentlich auch funktionieren. So. Also jetzt einmal hier runter. Hier scheint nichts weiter Spannendes zu sein. Sicherheitshalber mal gucken. Okay. So. Also Anlauf nehmen kann ich hier unten. Und es ist vor allem, es ist ein 10er Missile-Pack. Also das müssen wir schon schaffen. Ja doch, ich denke, das kriegen wir hin. Genau, Anlauf nehmen hier unten. Dann hier hin, hier hin. Und dann... Ach so, Moment, ja, wie komme ich da... Ja, so...
Dann müsste ich aber ja irgendwie... Kann ich in der Luft... Kann ich in der Luft stoppen und darüber zischen? Geht das? Weiß ich gar nicht. Ah, Mist. Weil wenn ich da... Also ich glaube... Oh, wie ist denn das? Kann ich in der Luft stoppen? Mit dem Ding? Ich glaube es nämlich nicht. Ja, das war nicht, was ich wollte. Ah, wie machen wir das denn jetzt, wenn da die Dinger unten direkt aufgehen? Da dachte ich, den größten Teil habe ich geklärt, aber... Ach, jetzt geben wir nicht auf den Keks. Ja, scheiße. Da dachte ich, den größten Teil habe ich geklärt, aber scheinbar noch nicht. Okay, ich konnte, glaube ich, jetzt im Fallen konnte ich es auslösen, oder? Müsste gehen, müsste gehen, müsste gehen. Ich wüsste halt nicht, wie es sonst gehen soll. Ah, nicht nach oben, aber es geht. Okay, es geht. Alles gut, kriegen wir hin. Gar kein Act. Ah, jetzt habe ich mich wieder nicht aufgerollt. Okay. Viel auf einmal, aber kriegen wir hin. Oh, ich habe nicht... Was sollte vielleicht dann auch den Shinespark auslösen? So. Hallo, ja, super. Danke für nix. Nein, oh, okay. Okay. Wir kriegen's hin. Ach, ich muss da gar nicht aufmachen, oder? Da ist eh schon offen. Sehe ich jetzt erst. Ah, nee, hier ist nicht offen. Alles gut, ich muss da aufmachen. Ja. Ja, ich muss aufmachen. Okay. Ja, irgendeine von den Sachen vergesse ich immer, die ich machen muss. Irgendeinen von den Schritten vergesse ich immer. Ich mache immer alle Schritte bis auf einen. Aber ich lasse immer den anderen aus. Nicht. Das gibt's doch nicht. Es ist gesagt. Mann, das gibt's doch nicht. Ah, oh, es ist so dumm. Es ist so dumm. Okay. Ich krieg's nicht hin. Ich weiß, wie es geht, ich krieg's nur nicht hin. Immerhin haben wir den Shinespark in der Luft hinbekommen, aber in die falsche Richtung leider. Leider in die falsche Richtung. Und ich darf nicht zu bald nach rechts drücken, weil dann macht er nämlich den, geht in die Screw-Attack über, also sie. Ich muss erst den Sprungknopf drücken, dann nach rechts. Es geht doch! So. Vielleicht hätte ich es eher einfach mal aufsagen sollen. Vielleicht hätte ich es einfach mal eher aufsagen sollen. So, jetzt gucken wir mal, wie wir hier rankommen. Ob wir hier rankommen, ist die Frage. Die Frage ist von oben oder von unten?
Wir probieren es mal von oben. Ah ja. Ziemlich safe da irgendwo. Von unten. Gut, dann von unten, wa? Hier komme ich wahrscheinlich nicht weiter, ne? Scheiße. Ja, ja. Das war eine großartige Flucht hier vor dem Emmy. Aber das haben wir alles gemeistert mittlerweile. Hier gibt es jetzt eigentlich nichts mehr für uns zu tun, tatsächlich. Die muss ich noch holen, die Energieeinheit hier. Da komme ich jetzt aber auch ran. Sehr gut, dass wir die nochmal gesehen haben. Richtig, die brauche ich noch. Ja, da, okay, aber das ist alles auf dem Weg jetzt zurück. Ah, hier kann ich noch runter. Da haben wir eine Verbindung. Sehr praktisch. Sehr, sehr praktisch, dass da jetzt eine Verbindung ist. Hui! Und da ist das Ding. Aber wie komme ich jetzt da ran? Ah, okay. Es sind Powerbombs selbst. Es sind Powerbombs selbst. Gut. Markieren wir mit dem Powerbomb-Symbol. Und dann passt die Geschichte. Gut. Dann haben wir noch das da oben jetzt. Das wissen wir jetzt auch, ne? Genau, das ist jetzt die gleiche Geschichte. Jetzt kann ich mich da einmal rüberrollen. Easy. Gut. Ach, hätte ich gar nicht... Weiß ich gar nicht mehr. Ist egal. So. Gut. Dann sind wir jetzt tatsächlich erstmal hier wieder durch. Auf Ferenia. Oder war das Ferenia, wo wir waren? Ich glaube, ja. Ja, war Ferenia. 85%. Ich denke mal, das fehlt noch. Das fehlt noch. Das fehlt noch. Das sind schon mal drei Items, die noch fehlen. Ziemlich sicher. Also... Wahrscheinlich ein Item 5% hier gewesen. Weiß ich nicht. Könnte hinkommen. Könnte hinkommen. Okay. Dann geht es runter nach Dairon. Wir kamen zwar von Gavoran hierher, ne, durch den Teleport. Nee, von Hanubia kamen wir hierher. Stimmt, so rum war es ja. Wir kamen ja von Hanubia hierher. Okay, gehen wir erstmal nach Dairon zurück. Das wäre nämlich sowieso das nächste Gebiet zum Erkunden. Ich guck nur noch mal kurz, ob wir jetzt in... Ob ich jetzt in Dings Kataris alles gemacht habe, was ich machen wollte. Aber ich glaube ja. Wir sind ja dann in den Teleport in... Nee, wie sind wir von Kataris? Doch, wir sind über den grünen Teleport gekommen. Über den grünen Teleport nach... zu dem Urwaldgebiet. Wo wir dann den... die X-Bombe bekommen haben. Richtig, das war der Teil. Genau. Aber hatte ich deswegen in Kataris alles erledigt oder bin ich sozusagen nicht mehr zurückgekommen? Das weiß ich jetzt nicht mehr. Muss ich gleich mal schauen, weil wir kämen ja hier gleich wieder nach Kataris zurück, wenn ich das möchte. Ne, 90% klingt ziemlich abgeschlossen. Hier haben wir dann auch nochmal Powerbombe. Haben wir noch irgendwo... Da haben wir auch noch mal Powerbombe. Also drei Powerbomben. Dreimal Powerbombe. Ja, dann kann ich das erstmal lassen hier. Dann kann ich das erstmal lassen hier. Ziemlich sicher. Und hier war der Teleport, ne? Ich glaube, hier war der. Genau, 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 genau. Oder war der woanders? Kann auch woanders gewesen sein. Ah, nee, hier war der. Das war der Teleport. Genau, hier waren wir zum Schluss... Dann habe ich gesagt, ich guck mal. Aber habe ich dann... Ich glaube schon, dass ich hier erstmal alles gemacht habe. Okay, wir machen jedenfalls in Dairon weiter. Da gucken wir gleich mal im Anfangsgebiet hier rum. Da haben wir aber schon alles erledigt. Okay.
Und hier haben wir auch alles erledigt. Gut. Da wird es wieder runtergehen nach Artaria. Wollen wir jetzt nicht. 45% klingt ja auch gar nicht so schlecht. Na, da haben wir schon einiges gemacht. Hier ist auch nichts mehr im Moment. Okay. Da ist was. Ah, Missile Plus schon wieder. Und hier. Da wollen wir rein. Hier wollen wir rein. Da wollen wir rein. Okay, gut, 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 gut. Da wollen wir auf jeden Fall rein. Ja, und jetzt sieht man hier auch, hier ist nämlich auch wieder so eine Geschichte mit der Dings. Und dann kann man das nämlich hier aufhalten. Ja, okay. Hm. Ich denke, ich weiß, wie es geht. Weil wenn ich, also ich könnte hier oben Anlauf nehmen. Aber da ist halt das Problem, dass ich dann hier... Naja, wobei... Ha, was geht schneller? Schwierig. Oh, oder vielleicht kann man auch in dem Raum Anlauf nehmen. Vielleicht brauche ich den ganzen Quatsch hier gar nicht und kann in dem Raum hier Anlauf nehmen. Das könnte natürlich auch sein. Das weiß ich jetzt gar nicht. Das müssten wir erstmal testen, bevor ich hier irgendeinen Quatsch anfange. Okay, also da werden diese grünen Blöcke zum Zerstören. Hier ist nichts weiter. Aber wir haben hier schon ganz schön viel aufgeräumt, kann das sein? Das haben wir auch schon. Da ist was, da blinkt es fleißig, okay. Das haben wir auch schon. Da blinkt es auch fleißig. Hier waren wir auch noch gar nicht drin. Genau, hier waren wir noch gar nicht drin. Das ist so der Bereich da, wo es kalt ist. Da waren wir noch gar nicht. Den haben wir bekommen, aber hier waren wir noch gar nicht. Deswegen, da müssen wir auf jeden Fall hingehen. Das haben wir alles. Das haben wir noch nicht. Ah, okay, das ist jetzt auch... Ja, das ist jetzt auch klar, wie wir darüber kommen. Na, das war bisher ja das Problem, dass wir das nicht wussten. Jetzt wissen wir, wie es geht. Okay, da komme ich noch nicht ran. Da kann ich mir gleich mal wieder meine Markierung setzen. So. Da ist nichts weiter Spannendes. Oh, das war's schon. Das war's schon. Ja, okay. Das heißt, mein erstes Ziel... Ich bin ja hier. Ich könnte hier runterlaufen, hier durch. Da ist überall nichts mehr. Zumindest scheint es so. Dann gehe ich hier durch. Dann rolle ich mich da runter. Ah, wir machen also erstmal. Wir machen erstmal den da. Gerade rüber. Einfach gerade durch. Okay. Einfach gerade durch. Powerbombe. So viel zu gerade durch. Ich muss oben rüber. Okay. So. Jetzt schauen wir mal. Aber es müsste jetzt eigentlich funktionieren. Jetzt wissen wir ja eigentlich, was wir zu tun haben. Jetzt kann ich das nämlich auch so machen. Ach, scheiße. Ah, zu langsam, klar, logisch. Na, dann geht es jetzt so nämlich viel angenehmer und dann kann man jetzt hier einfach... Wait. Was sind das hier oben nochmal für Blöcke eigentlich? Das müssen ja auch nochmal Blöcke sein. Da müssen wir noch rausfinden, was das für Blöcke sind. Das wissen wir noch gar nicht. Ups. Das wissen wir noch gar nicht. Ach, geh, bleib halt nicht immer hängen. Ach so. Jetzt habe ich es verstanden. Okay. Gut. Wäre jedenfalls ohne die X-Bombe noch nicht gegangen. Genau dafür haben wir die benötigt.
So, jetzt sind wir hier. Dann können wir hier rüber gehen. Da können wir uns jetzt das Gebiet hier anschauen. Gut, machen wir. Machen wir, gehen wir ins Kältegebiet rein. Gar kein Act. Ah, erstmal Energie holen, warum nicht? Aber wir sind fast voll, eigentlich brauchen wir sie nicht. Ach, das ist ein Alles-Auflader, ja, okay. Den nehme ich auch gerne mit. Ah ja, gut, dann gehen wir von oben rein, ist ja auch in Ordnung. Ja, gehen wir von oben rein. Passt, soll mir recht sein. So. Dann kann ich jetzt nämlich auch hier hoch. Und dann können wir hier wahrscheinlich irgendwas kaputt machen. Ah ja. Oh, das wird ja sehr interessant. Das ist ja sehr... Aber da muss ich... Ich muss von hier aus dahin kommen, ne? Uff. Okay. Aha. Hä? Okay. Also ich meine... Ach scheiße. Muss ich von hier aus machen oder was? Okay. Ich meine, der Teil ist okay, aber was dann? Okay. Ach so. Oh, lol, oh Gott, alles klar. Erstmal den ganzen Scheiß da weg. Jetzt kümmere ich mich um dich, mein Freund. Yo. Ah ja, okay, dann rennen wir hier auch nochmal durch. Gar kein Problem. Ah ja. Okay. So. Ah ja. Ach, vielleicht ist es dann... Nee. Ich wollte schon sagen, vielleicht geht es dann da hoch und da durch und dann bis da durch und dann geht es da ganz nach oben. Kann das sein? Nee, schade. Aber hier... Also das macht jetzt die Geschichte echt schwierig. Wie soll ich denn bis hier den... Lol. Wie soll ich denn den bis hierhin aufladen? Ich hätte schon gern den Energiedings, ne? Hätte ich schon gerne. Aber ich bin noch ein bisschen überfragt, wie dieser Scheinspark funktioniert. Ist da drüben noch irgendwas Verstecktes? Nein. Das hier unten zum Aufladen. Aber
Bis hier hoch reicht es niemals. Aber ich habe auch keine Zwischenstufe zum Neuaufladen. Also das ist eine Schräge, ja, aber an der kann ich nicht... An der müsste ich ja loslaufen irgendwie. Das geht ja nicht. Ha. Wie lange hält das? Also, das hält halt nicht lange. Wo könnte ich das denn machen? Wir können ja mal gucken. Aber hier war ja nichts weiter. Das da oben sind sicherlich alles die anderen. Also halt zum Runterfallen alles nur Blöcke. Das ist safe nichts, wo ich jetzt... irgendwas machen könnte. Nee, das hätte mich auch gewundert, ehrlich gesagt. Aber ich habe halt auch keine Schräge. Also ich muss das hier machen. Aber das, ich kann mir nicht vorstellen, dass das bis da hoch reicht, die Zeit. Kann ich mir nicht vorstellen. Vielleicht, wenn man es wirklich perfekt macht. Wir zählen jetzt mal die Zeit, wie lange das hält. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Und wie lange brauche ich da hoch? 1, 2, 3, 4, 5. Oh mein Gott. Okay. Oh Gott, das geht wirklich. Leck mich doch fett. Holy shit. Ah, jetzt war es wieder weg. Mann, oh, dann springt er nochmal. Sie. Ach komm. Der letzte immer. Nice. Oh mein Gott, ja. So. Ach, ist gar kein richtiger Energy Tank, ist nur eine Kapazität. Ja, okay. Aber ist ja auch wichtig. Ist ja auch wichtig, ne? So, okay, gut. Mann, 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 Mann. Okay, jetzt haben wir das erledigt, jetzt haben wir das erledigt. Jetzt haben wir 60%. Die haben wir auch mitgenommen. Dann war jetzt noch... Lass mich nachdenken. Hier, geil, hier, genau, hier blinkt's. Na, da müssen wir reingucken. Oh, stopp mal. Was ist hier? Ach, das ist... Ah, der Gang hier. Okay. Never mind. Braucht man nicht. Da drüben war nichts weiter. Das haben wir schon, ne? Genau. Ja, und hier ist jetzt nämlich das Experiment weg. Hier war der nämlich gewesen, der Experimenttyp, ne?
Den haben wir hier immer gesehen und der ist hier abgehauen. Das ist echt cool gemacht. Es hat richtig zusammengepasst. So, hier jetzt. Ja, nice. Einfach rankommen. Gut, sehr schön. So gefällt mir das. Ja, wieder 5% pro Item. Okay. So, da ist der nächste. Und da ist dieser Block. Da wollen wir hin. Ich bin hier. Am schnellsten komme ich da hin, wenn ich... Naja, ob das am schnellsten ist, sei mal dahingestellt, aber so komme ich auf jeden Fall hin. Das ist aber auch das Einzige, was noch fehlt, ne? Das da und das da. Dann halt vielleicht die Teile, die wir markiert haben. Was habe ich alles markiert? Weiß ich gar nicht mehr. Ein oder zwei Powerbomben habe ich markiert. Hier habe ich eine Markierung. Ne, ist nur eine. Ah, weiß ich nicht, ob die 65% dann hinhauen. Ah, weiß ich nicht. Naja, wir werden sehen. So, jetzt sind wir hier. Ja, perfekt. Alles richtig. So, jetzt muss ich hier mir gut überlegen, wie ich hier vorgehe. Also hier kann ich halt nochmal zum, ne, so zum Hochrennen. Hier könnte ich mit der Kugel durchschießen. Aber das Problem ist ja, dass die Kugel dann hier einfach aufgehalten wird. So, stopp und zack, vorbei. Egal, wir machen erstmal, den Dings. Wie mache ich denn das jetzt mit dem Teil da oben? Ah, perfekt. So, was haben wir denn jetzt hier alles Hübsches? Okay. Ah, über dem Ding ist was. Okay, ich verstehe. Aber, ach so. Ich wollte gerade sagen, ich komme da ja nicht ran, aber ja, ich habe nicht richtig hingeguckt. Ach du Scheiß. Macht euch weg, ey. Zack. So, jetzt passt die Geschichte. Na, fast. Gut. Yay, eine Powerbombe, die ich noch nicht nutzen kann. Juhu. So, macht 70%. Jawohl. Aber das Problem ist jetzt, was ich mir erhofft hatte, ist nicht eingetreten. Ich komme hier... Oh, wie komme ich denn da ran? Wie komme ich an dieses Ding da ran? Also ich kann halt... Ist das ganze Ding oder nur die eine? Okay, es sind schon alle vier. Okay. Aber ich verstehe...
Ich verstehe mehreres an der Geschichte noch nicht. Selbst wenn ich hier hinkomme mit meinem Schein-Spark irgendwas. Ich kann ja aus der Luft nicht... Also wenn ich mal in der Screw Attack bin, dann komme ich da eigentlich nicht raus, glaube ich. Wir können es mal testen da unten. Achso, ist nicht hier alleine schon genug Aufladedings? Ah, nein. Ah, leider nicht. Aber wofür ist überhaupt der Weg da unten? Also wofür kann ich da mit der Kugel durch? Wir werden es gleich mal sehen. Wir werden es gleich sehen. Und jetzt muss ich aber dann sozusagen weiter. Jetzt muss ich mit der Kugel dann irgendwie weiter. Ach so, stopp! Kann ich jetzt hier nicht normal Anlauf nehmen? Wie wenn ich da durchdingse? Wie wenn ich da durchslide? Nee. Nee. Aber ich wollte erstmal das mit der Screw Attack testen. Ja, das ist das Ding. Ich komme, Ich brauche dann einen festen Boden, um das wieder zu machen. Also selbst wenn ich irgendwie aufgeladen bis hierhin kommen sollte, ich habe keine Möglichkeit, um hier reinzusparken. Das verstehe ich nicht. Ich kann da nicht rein... Ich weiß nicht, wie ich da reinsparken soll. Den verstehe ich echt nicht. Ob der das kaputt macht, wenn ich hier hochsparke, so zack. Das wäre das Einzige, was ich mir überlegen könnte. Aber dafür muss ich es erstmal schaffen, hier. Na gut, also. Da hätte ich schon eine Theorie. Wie ich das schaffe, hätte ich schon eine Theorie. Jetzt schauen wir mal. Ja, aber wie kann ich hier jetzt nochmal, wenn ich die Kugel bin, wie kann ich das nochmal neu aufladen? Das ist die Frage. Ach, scheiße. Oder, ah, stopp. Ah, doch, weiß ich nicht. Ich könnte hier zwar durchsliden, aber dann bin ich ja immer noch viel zu... Weiß ich nicht. Ich glaube, aus der Kugel raus kann ich nicht das neu speichern, oder? Kann ich das aus der Kugel raus neu speichern? Das müssen wir jetzt testen. Ach, komm! Mensch! Nee, die hört einfach auf. Also das kann ich nicht. Das heißt, die einzige Idee, die ich hätte, wäre die hier. Ich laufe hier mit Samus los. Ah, stopp, 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 stopp. Geht das vielleicht? Ich laufe hier mit Samus los. Mann! Rutsch da unten durch. Und hab hier noch... Ja, okay. Und hab hier noch den Speed. Und hab hier noch den Speed. Okay, das geht sogar. Dann komme ich auf jeden Fall mit Scheinsbug bis hier hoch. Und dann muss ich halt gucken, ob das reicht, wenn ich hier so hochziehe. Ob der die dann kaputt macht, wenn ich da dran vorbeigehe. Ob das ausreicht. Oder ob ich die kaputt...
ob ich die direkt treffen muss. Und dass die Gegner da sind, das ist enorm stressig. Dass die Gegner da sind, ist enorm stressig. Ja, das meine ich, die gehen nicht kaputt. Die gehen nicht kaputt von da aus. Da muss ich mir noch irgendwas überlegen. Aber ich denke, das ist schon mal der richtige Anfang auf jeden Fall. Na, ja, ganz offensichtlich ist es der richtige Anfang. Scheiße. Halalalalala. Nein! Mann! Shit. Gott, das nervt mich so, dass man das exakt keine einzige Taste sonst drücken darf. Ah! Mann! Zu spät gerutscht. Es nervt. Oh, nervt mich das. Springen ohne was anderes zu drücken. Wieso bin ich jetzt jedes Mal zu langsam? God dang it. Nein, ah Mann. Wie komme ich da am blödsten hoch nachher? Wie gesagt, das Problem... Ah! Geht das? Ja, okay, das geht. Das geht. Ich hab's. Ich muss schießen. Dann komme ich aus dem Modus raus. Das müssen wir jetzt einmal wieder kurz testen. Ob ich aus der Luft sozusagen dann das machen kann. Ich darf halt nicht, das ist jetzt das gleiche wie vorhin, ich darf in dem Moment nichts anderes drücken. Ja, es geht. Okay, gut, dann haben wir es geklärt. Wir haben es geschafft, jetzt müssen wir es nur noch auslösen. Er ist noch, ja, zu spät. Ja, scheiß drauf. Wir haben es aber, also die Theorie haben wir geschafft. Die Theorie haben wir geschafft, jetzt kommt noch die praktische Prüfung. Nein! Ah, okay. Kriegen wir hin. Ich darf halt die Tasten nicht drücken. Ich darf keine einzige Taste drücken, wenn ich die Sprungtaste drücke. Ach Gott. Zu langsam. Das machen wir in dem Part noch, dann hören wir auf. Also sage ich gleich, ne? Wer nicht mehr sehen will, es kommt nicht mehr als das. Nein, du sollst nicht, du blöde Nuss. Nein, du sollst nicht neu machen, Mann.
Ach! God dang it! Wir kommen der Sache näher. Ich glaube, wenn Metroid Dread durch ist, ist mein Controller auch im Eimer. So wie ich den gerade malträtiere mit den Knöpfen hier. Nein! Ich darf nichts anderes in dem Moment drücken. Das muss ich lernen. Das gibt's doch nicht. Wenn es ein bisschen weiter drüben wäre, könnten wir ja sogar so schräg hinschießen, aber das funktioniert halt hier nicht, ne? Das sieht man auch, dass das nichts wird. Mit schräg. Mann, ich muss dann hier praktisch ganz oben einmal schießen und sofort die Sprungtaste drücken, aber ohne eine andere Taste zu drücken. Das ist das ganz Schwierige, dass ich keine Richtungstaste drücken darf dabei. Also ich darf den Joystick halt in keine Richtung bewegen. Ich muss den loslassen. Das geht so schnell hintereinander alles. Richtig kritisch. Ja, das wollte ich nicht. Aber so in etwa. Null. Mann! Lauf, du Nuss! Alter Samus, ne? Yes! Oh, es sind so viele Tasten hintereinander. Alter Schwede, leckt mich am Arsch. Okay. Haben wir die schon? Ah, ja, haben wir gerade geholt, genau. War jetzt sonst noch irgendwas hier? Wir haben jetzt 75%. Ich habe aber nur ein was markiert. Was habe ich denn jetzt übersehen hier? Ich habe doch jetzt Millionen Sachen übersehen. Gibt's doch nicht. Also ich müsste 5 Items übersehen haben aktuell. Nach der Theorie. Aber hier blinkt auch nichts mehr. Ha. Ja, weiß ich nicht, ob hier... Also, da muss irgendwie anders noch was auftauchen, schätze ich mal. Weil, so wie es aktuell ist, sieht es so aus, als ob wir alles haben, was wir machen können. Aber wir haben halt nur 80%, 75. Also 80% mit dem, was hier noch fehlt. Aber das ist halt auch nur ein Ding. Das sind halt keine 25%. Hm. Aber dass ich nichts anderes sehe, wundert mich. Gibt doch keinen Raum, in dem ich noch nicht war. Glaube ich zumindest. Sieht nicht danach aus, ne? Nee. Das haben wir alles. Nee, keine Ahnung. Weiß nicht, was noch fehlt. Aber wie gesagt, vielleicht kommt es ja alles noch und es ist einfach jetzt nichts, was man hier machen kann aktuell. Ist ja möglich. So. Dann gehen wir noch nach Burenia weiter und schließen da den Part ab. Wir kommen jetzt am schnellsten nach Burenia. Ach, Scheiße.
Ach, scheiße. Ja, doch so. Und dann können wir uns da nämlich nächstes Mal umschauen. Da haben wir auch ganz viel noch zum Nachholen. Ja, Purini haben wir auch richtig viel noch zum Nachholen. Obenrum. Ist hier eigentlich noch irgendwas? Nee, ne? Dürfte eigentlich nicht sein. Ich weiß halt nicht, wie akkurat es mit dem Geblinke ist. Kann ja sein, dass... Oh, wait a moment. Achso, das ist nur eine Verbindung. Aber dann machen wir sie mal auf. Die können wir mal aufmachen, die Verbindung. Gar kein Problem. So. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und sage Tschüss.